Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem Borderlands 2 Level Hack. Und ich werde euch hier auch noch zeigen, wie man eure Skillbäume, also die Skillpunkte, was ihr habt, so ins Unendliche verdoppeln könnt, dass ihr dann alle drei Skillbäume voll habt. Auch wenn ihr Level 61 seid, dann, das werde ich euch aber gleich zeigen. Gut. Ihr seht hier, ich habe einen Level 1 Charakter erstellt, wieder auf meinem YouTube-Kanal für meine Abonnenten, wo ich natürlich schon sehr viele Abonnenten angenommen habe, aber ich schweife wieder ab. Also, ich werde jetzt gleich diesen Charakter, genau diesen, auf Level 61 bringen, mit allen Skillpunkten, die wo man verteilen kann. Und jetzt zeige ich euch erst einmal, was ihr da genau machen müsst. So, jetzt verlassen wir erstmal das Spiel und gehen wir hoch auf Speicherdatendienstprogramme. Genau. So, dann gehen wir in Borderlands rein, suchen uns den Level 1 Charakter, der wäre dann der untere, und kopieren ihn auf einen USB-Stick. Also soweit sehr einfach. Kopieren, fertig, dann habt ihr euren ersten Teil schon mal erfüllt. Und jetzt sehen wir uns gleich am PC wieder. So, jetzt zum Teil am PC. Wir brauchen für den Level Hack sozusagen zwei Programme. Die haben wir hier. Die werden auch nachher unten in den Kommentaren die Links sein. Als erstes öffnen wir dieses Programm. Zack, öffnen wir es. So. Dann gehen wir hier hin. Ganz einfach. Suchen unseren USB-Stick und in dem USB-Stick ist ein Ordner PS3, Save Data und dann hier unser Level 1 Charakter. Öffnen. Soweit, okay. Dann gehen wir hier drauf. PFD. Ganz einfach. Hier das dritte von rechts und machen einmal auf Ja. Dann minimieren wir das Programm, weil das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und gehen auf das zweite Programm. Hier, Gibbet Borderlands 2 Save Editor. Zack, öffnen. So, dann gehen wir hier auf Open. Hier haben wir schon unser Level 1 Charakter. Und ganz wichtig, hier unten erst auf PS3 Speicherung umstellen. Zack, hier draufklicken und öffnen. So, hier haben wir unseren Level 1 Charakter. Den, wo wir gleich auf 61 machen. Jetzt schreiben wir hier erstmal 61 rein und gleichen die Spielpunkte an. Das ist ganz wichtig, weil sonst geht es nicht. Einmal hier draufklicken, hier, und dann werden die Punkte berechnet. Gut. Hier unten, das ist eigentlich nicht so wichtig, aber wir machen das mal auf 100. Hier, zack, auch auf 100. Hier ist der Name, den könnten wir verändern. Wir können unsere Köpfe verändern, was wir aufhaben. Nehmen wir einfach mal irgendwas. Das hier. So. Dann gehen wir mal über zum Geld. Wir geben ihm einfach mal 99999. Gut, das sind ein paar Millionen, das reicht. So, Iridium können wir maximal 500 machen. Das machen wir auch gleich. Und die anderen zwei Sachen gehen maximal 99. So. Dann kommen wir mal zum Teil von den Waffen. Oder besser gesagt, erstmal die Wegpunkte. Hier Century ist natürlich freigeschalten. Da habe ich schon ein bisschen gespielt. Und hier unten, die sind alle noch blockiert. Die könnten wir jetzt hier öffnen, zack, zack, zack. Und dann können wir dahin reisen. Wenn ihr es so wollt. Gut. Dann zum nächsten Punkt, die Waffen. So, hier seht ihr, Level 1 Charakter hat natürlich ein paar Standardwaffen. Hier, die da sind Level 1, ja. Wollen wir ihn Level 1? Zack, bumm, Level 61er Waffen. Natürlich auch dementsprechend von dem Schaden her und alles höher. Es geht auch mit Schilden oder so. Gut. Wollen wir jetzt aber eine ganz neue Waffe und wir haben sie noch nicht, dann gehen wir einfach hier auf New Weapon. Zack. Und dann ist hier so ein leeres Feld. Ja, was machen wir jetzt? Kein Plan. Doch, hier, ganz einfach. Draufklicken. Zack, bumm. So. Dann suchen wir uns hier irgendeine Waffe aus. Wo es natürlich jetzt wieder geht. Super. Genau, so. Nehmen wir einfach mal die. Wurscht. Gut. Dann könnten wir hier noch was verändern. Ne, hier gerade nicht.
Ja, bei der Waffe kann man nichts verändern, aber egal. Oder hier unten? Nee. Auf jeden Fall machen wir die Waffe Level 50. Und hier, jetzt tun wir sie sozusagen produzieren. Ins Latest-Programm. Zack. Jetzt wird sie uns hier unten angezeigt. Das wäre jetzt zum Beispiel diese Waffe hier. Und die können wir hier natürlich in diesem Programm wieder auf 61 machen. Also keine Angst. Dann hier auf Text. Und dann seht ihr schon, diese ganzen sozusagen Codes, die wir dann hier einfügen müssen. Warte mal. So nicht. Die wo ihr dann hier einfügen müsst. Hier Typ, hier steht auch Typ. Und das fügt ihr halt hier ein. Ganz einfach, dann habt ihr die Waffe oder das Schild hier oben. Klassenmods, alles was man halt erstellen kann, Granatenmods. Ihr könnt auch euch durch das Kombinieren von den Daten andere Waffen erschaffen, gemoddete sozusagen. Und ja, dann kommen wir weiter, was wir noch machen müssen. Gut, das ist die Bank. Selbes Prinzip, neue Waffen erstellen und so. Und hier wären wir eigentlich soweit fertig. Dann gehen wir auf Save. Gut. Hier wieder draufklicken. Speichern. Fertig. Jetzt können wir das Programm schließen und kommen wieder zu dem anderen Programm. Hier hatten wir vorher draufgeklickt. Klicken wir nicht drauf. Jetzt klicken wir, machen wir das erstmal sozusagen an. Hier auf Upgrade PFD. Genau. Dann kommen wir unten P Upgrade PFD Full. Klicken wir hier drauf. Zack. Dann klicken wir hier drauf, dann wieder auf Ja, wieder hier kurz aktualisieren. Zack, hier steht zwar immer noch Level 1, aber ihr seid schon 61. So, jetzt sehen wir uns gleich am PC, besser gesagt auf der PS3 wieder. Bis gleich, Jungs. Jetzt sind wir wieder zurück auf der PS3. Jetzt kopiert ihr erst einmal eure Speicherung zurück auf die PS3. So. Jetzt ladet ihr euren Charakter. Hier seht ihr unten den Name Zero 2.0 Level 1. Steht zwar noch Level 1 da, aber er ist schon 61. Werdet ihr gleich sehen. So. Voilà. 61. Fertig. Starten wir mal das Spiel. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Video. Könnt ihr euch kurz anschauen und dann zeige ich euch, dass es funktioniert hat. Mit dem Iridium, mit dem Geld, mit den Waffen, dass die Anfangswaffen jetzt auf 61 sind. Egal welche Waffen ihr da drin habt, ihr könnt sie hochschrauben. So, wer labert mir wieder ins Spiel rein? Der Kleppi wieder, die Kleppi-Fresse. Du bist der schiere, kleinste Roboter im ganzen Spiel. Ja, gib mir schon dieses eine Teil, dass ich euch das zeigen kann. Danke. Ach nö, hast du nicht, oder? Ja, die Minikarte ist schön. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Gehen wir ins Menü. So, wenn es mal fertig geladen hat, hier, zack. Hier die Waffe, 61. Was für ein Wunder. Und ja, hier das Geld, Millionen, 500 Iridium, alles. Jetzt könnt ihr hier ausskillen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, um die Skillpunkte, dass ihr hier alles skillen könnt. Alles. Ihr skillt jetzt alles, was ihr habt, aus. Erstmal alle Skillpunkte wegskillen. Und dann drückt ihr Start und Beenden, das natürlich wieder speichert. Dann tut ihr die Speicherung ganz einfach wieder auf dem PC und macht dasselbe nochmal, was ich euch gerade erklärt habe. Und dann geht ihr in das Bearbeitungsprogramm, wie wir gerade hatten, und tut euch auf Level 1 zurück. Aber die Punkte, wofür Level 61 stehen, die lasst ihr da stehen. Ganz einfach. Dann wieder abspeichern,
wieder alles so machen wie vorher und den USB-Stick wieder in die PS3. Und wenn ihr dann das Spiel startet, steht auch wieder am Anfang Level 1 und dann geht ihr ins Spiel rein. Und dann springt der Charakter von Level 1 auf 61, weil das Spiel sieht, hey, du hast schon so viele Punkte, du bist 61. Also kriegst du nochmal 57 Skillpunkte. Und das kannst du oft machen, wie du willst. Eigentlich ganz einfach, oder? Bei Fragen? Kein Problem, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin für euch da, euer Matrix.